So, wir wollten in den Berg und da gehen wir jetzt auch rein. Wo ist meine Laterne? Hier mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Oben leuchten die Sterne und unten ist ein riesiges Wasserbecken. Oh, ein Goldking. Da habe ich es mit Foulplay das Vieh nicht zu töten, bitte. Danke. Komm, ich will das Goldding jetzt haben. Gib es mir. Gib es her. Das sieht so glücklich aus. Ich mag es, wenn Pokémon glücklich aussehen. Das sieht ein bisschen dämlich aus. Das ist so standardmäßig. Welches findet ihr am besten? Welches Golking? Das glücklich guckende, das doof guckende, das standardmäßige, vielleicht das seitliche, vielleicht das hier? Das so, dass das Horn zeigt? Ich habe fast schon das so, das standardmäßige gut. Ja, auch Standard, ne? Ja, ne? Standard ist schon irgendwie cool. Goldking, das Goldfisch-Pokémon. Es schlägt Löcher in Steine in Strombetten, also so Flussbetten. Das ist ein cleverer Trick, der seine Eier davor schützt, angegriffen oder weggewaschen zu werden. Okay, Frosts entwickelt sich. Sieht auch gut aus. Melody, mit rotes Band oder ohne rotes Band? Und ist das die Person, die du meintest? Oder ist es wie bei allem anderen ein Genshin Impact-Charakter? Weiß nicht, irgendwie sieht man sehr viele Genshin Impact-Charaktere in letzter Zeit irgendwie im Internet. Selbst ich, der ja mit Genshin Impact eigentlich überhaupt nichts am Hut hat. Weshalb ich auch alles als Genshin Impact-Charakter bezeichnen kann, weil ich halt keine Ahnung habe, wie die Charaktere wirklich aussehen. Ich bin fast ohne rotes Band besser. Ich nehme erstmal ohne rotes Band. Das ist Glatz, ja? Alles klar. Mit Band. Na gut, dann muss ich gleich nochmal umändern. Es sieht aus, als ob sie einen Telefonhörer in der Hand hält. Vielleicht tut sie das. Mein, weißt du's? So, einmal mit Telefonhörer. Ich glaube aber, es ist eher eine Schleife als ein Telefonhörer. Metallmantel wieder.
Hier ist ein stationäres Golbat. Okay, ist das Golbat irgendwie besonders? Hi, Alba. Wie geht's dir? Ich hoffe gut. Kriegen wir das Spiel nicht tot, bitte? Ja, sehr gut. Stimmt, das hat ja... Das hält ja. Ist ja zum Teil Fee. Hält so gut. Hat einen Wasserring. Aber es könnte wirklich ein Telefonhörer sein, ehrlich. Wo bist du denn gerade, Wolf? Ich bin in der Höhle zwischen Teak City und Norm Normal. Stimmt, du hast meinen Norm Normal Witz verpasst. Dass Norm gerade, dass er der Älteste ist und als die Mikrowelle explodierte, er gerade in der Küche war. Da hätte ich mir dich gewünscht. Du weißt, solche Witze immer zu würdigen. Das Aquahasen-Pokémon. Es lebt im Wasser quasi den ganzen Tag. Seine Körperfarbe und sein Muster sind Camouflage, also sind Tarnung. Die es schwer machen, es unter Wasser von Gegnern zu erkennen. Oh nein. Ja, ich erinnere mich an das Intro von Norm Normal. Ja, also Norm haben wir besiegt. Dementsprechend gab es diesen Witz. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das da für ein Vieh ist. Und wir trainieren gerade ein Pokémon, weil wir irgendwie das eine rausfallen. Du meinst die Serie, wo die Familie Superkräfte bekommt, aber Norm nicht? Ja, genau die. So, jetzt gucken wir uns mal dieses stationäre Vieh hier an. Das stinknormales Golbat. Das stinknormal. Warum ist das ein. Ist okay. Ist Norm ein Arenaleiter? Ja, der Eisarenaleiter. Jetzt ist hier ein Onix. Leute, was ist hier los? Und ich bewerfe mich mit Steinen. Kann ich auch. Kann ich mit Steinen bewerfen, aber immer mit sowas. Oh, los. Sorry, ich habe auch nichts getötet. Jetzt ist hier nichts mehr. Tauchen da immer einfach stinknormale Pokémon als stationär auf, oder wie? Wunderhöhle? Auf jeden Fall ein interessanter Ort. Und teilweise, ich hoffe, das Oh nein bezog sich nicht darauf, dass es dir nicht gut geht. Oh, hier ist wieder so ein Prisma-Ding. Okay, ich speichere nochmal. Merkwürdiges Prisma. Das hatten wir ja auch aus Mewtwo's Höhle. So ein Prisma. Wie viele Prismen müssen wir davon sammeln? Warum nicht? Ja, soll ich doch gut gehen. So, nee, das war wegen dem Onyx. Ja. Ich dachte, warum es Alvaris gut gehen soll. Mich nicht hoffe. Dieses Maschumei sieht glücklich, aber gleichzeitig auch irgendwie. Weiß nicht aus. Also wo man Kaskade herkriegt, weiß ich, aber ich weiß nicht, wo man so ein Surfing herkriegt, um die ewige Kaskade zu bekommen. Kaskade kriegst du von Professor Elm, wenn du zwei Orden hast.
Er erzählt dir von Mewtwo und gibt dir Kaskade. Was haltet ihr von dem Sprite? Nee, das Dämmende will ich nicht. Nee, das mit dem Finger zeigen, das finde ich gut. Das nehmen wir. Es ist unmöglich, sich gegen Schläge und Karate-Schläge. Dieses Wort Chops gibt es im Deutschen, glaube ich, gar nicht. Zu verteidigen, die von vier Armen ausgeteilt werden. Dein Kampfgeist brennt hoch, wenn es einem starken Feind gegenübersteht. Einen Protector haben wir. Ich kann mir vorstellen, dass wir diese Prismen brauchen, um am See des Zorns das Ding anzuschalten. Kann das ist? Geh nochmal zum See des Zorns. Handkantenschlag. Stimmt. Man zeigt nicht mit dem Finger auf Leute, das manchmal ist unhöflich. Wie war das? Man zeigt nicht mit dem nackten Finger auf angezogene Leute. Also, ihr wisst Bescheid, Hose runter. Und ich starte dir ein Pokémon darstellt. Ein Kind. Du triffst mich nicht als eine wirklich gute Person. Verteile Nettigkeit um dich und das Universum wird dich belohnen. Der Junge mit den Albträumen, ein Trainer mit einem bösen Herzen, könnte ihn vielleicht da rausholen. Suchst du den Arenaleiter? Er ist in den verbrannten Turm gegangen. Vielleicht, möchte er nicht, dass ihn jemand stört. Ja, dann machen wir das natürlich. Da ist eine merkwürdige, andersweltliche Energie, die sich im Glockenturm dieser Tage aufhält. Alda! Alda, der Nova-Liga-Champion, ist gekommen, um sich das anzusehen und zu bestimmen, was für eine Energiesignatur da in der ähnlich den Nova-Pokémon ist. Er vertraut mir, dass ich niemanden in die Nähe lasse, bis das geklärt ist. Es tut mir leid. Ich kann niemanden durchlassen. Nicht mal den Kanto-Liga-Champion. Oh, verdammt, der ist gut. Einer. Okay. Pflanzen sind wundervoll, stimmst du mir nicht zu? Ich mag sie zu wässern. Hier, nimm das, dann kannst du die Freude selbst verteilen. Aha, wir haben endlich die Anti-Mogelbaumkanne. Glocke. Oh, ich kann sie läuten. Das sind die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Ich habe nie gedacht, dass mein Junge in einen endlosen Albtraum fallen würde. Ich hörte, das ist in der Vergangenheit in einer anderen Region passiert. Es gab Leute, die nie wieder aus ihren Albträumen aufgewacht sind. Ja, der Junge hat einen Albtraum. Er scheint in einer Qual zu sein. Er stammelt etwas. Dunkel beobachtet mich wahrscheinlich Darkrai.
bin mir sicher, bei diesem... Ja, du, Alvaris, wir haben den gleichen Gedanken. Man kriegt da irgendwie Darkrai, aber die Frage ist, wie? Man muss nachts kommen, alles klar, das sollte ja relativ schwer sein. Relativ leicht sein. Es gibt ein seltenes Pokémon, das auf Route 42 auftaucht, wenn immer ein Sturm ist. Ein guter Trainer sollte es fangen können. Mag exotische Pokémon, kannst du mir ein Pokémon sehen, das eigentlich aus der Kalos-Region ist? Habe ich ein Pokémon, das aus der Kalos-Region ist? Nein. So, ich muss meinen Ofen ausmachen. Mach das. Geist-Pokémon sind meine Favoriten. Ich mag, wie gruselig sie sehen. Könntest du mir ein voll entwickeltes Geist-Pokémon zeigen? Ich gebe dir etwas Cooles, wenn du das machst. Habe ich jetzt nicht dabei, aber ich habe welche. Das klingt wie so eine billige Ausrede, ne? Ich kann dir das zeigen. Ich habe das. Aber es ist gerade woanders. So, wir zahlen jetzt gerade mal dafür. Wir schlafen jetzt mal 12 Stunden. Dann haben wir jetzt mitten in der Nacht. So, und jetzt gehen wir mal zum schlafenden Jungen. Obwohl, nee, machen wir nicht. Erst in den Supermarkt und kaufen noch einen ganzen Satz Pokebälle. Jetzt gehen wir zu dem schlafenden Jungen. Willkommen. Wir hatten eine Reservierung für dich. Du hast eine lange Zeit gebraucht. Wolf legt sich ins Bett. Wie er gebeten wurde. Als ob er dahin gebeten wurde. New Moon Island. Das ist doch eigentlich was für den nächsten Part. Ihr lasst ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns New Moon Island dann im nächsten Part an. Also Leute, bis zum nächsten Mal, euer Wolf.